In Frankreich ist Olivier Dassault, konservativer Politiker und Erbe des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns, beim Absturz seines Hubschraubers unweit von Deauville ums Leben gekommen. Auch der Pilot starb bei dem Crash, der sich gleich nach dem Start ereignete. Präsident Emmanuel Macron würdigte den 69-Jährigen Dassault auf Twitter als einen Industriekapitän und Reservekommandanten der Luftwaffe, der sich für Frankreich eingesetzt habe. Olivier Dassault war einer der reichsten Franzosen. Sein Großvater Marcel Dassault hatte das Familienunternehmen gegründet. Sein Vater Serge hatte ihm die Leitung von Europe Falcon Service übertragen, dem Teil des Konzerns, der die Rafale Fighter Jets herstellt. Eigentlich wollte sich Olivier Dassault, Vater von drei Kindern, seit Jahren aus dem Unternehmen zurückziehen und auf die Tätigkeit als Abgeordneter konzentrieren.